Hallo YouTube-Welt, herzlich willkommen zu Myself Zockt, heute Ziff 5 und das schon zum 16. Mal mit den Schotten. Also in der 16. Folge, ich mache nicht schon 16 Games mit dieser ganzen Geschichte hier. Und ja, ich werde auch gar nicht gross darum herumbelabern, sondern gerade dort weiterzocken, wo wir als letztes aufgehört haben, in der nächsten Runde. Und wir kommen der Geburt Jesu Christus von Jesus immer näher. Das heisst, der Krieg gegen England kommt auch immer näher. Alles ist beendet. Alles ist beendet. Bedeutet, ich muss von der Queen ein bisschen Geld haben. Zwar nicht nur ein bisschen Geld, sondern recht viel. Du könntest hier rauf. Die Triere bleibt mir mal dort. Dann, was tust du bewirtschaften? Eben eigentlich nichts Gescheites. Obein. Aber weißt du was? Ich gehe gleich gerade hier über, wenn ich schon da bin. Und so, gehen wir schnell zu der Queen. Hallo Queen. Oh, it's you. You, it's me. Ah, du hast ja gar kein Geld. Du hast ja gar kein Geld. Du kannst mir gar nichts, aber gar nichts anbieten. Hä? Okay, wie wär's, wenn du mir... Ach, weil ich werde dich früher oder später sowieso überrennen. Spätestens in 18 Runden kommt meine Flotte und meine Armee hier über und dann bist du Geschichte. Du kannst nichts machen, außer hier zurückgehen. Denn dich lösen wir gerade auf. Du bleibst. Du baust hier eine Mine, jawohl. Du machst dort einen Handelsposten. Und wir produzieren in Gibbons Isle, ich würde sagen, ein Pikenier. Aber, wieso? Aha, darum, weil das ist mein Hero. Den lassen wir natürlich. Jetzt ist er ja schon wieder irgendwie am ummissionieren. Ich glaube, ich muss der da mal sagen, dass das sofort muss aufhören. Aber ich warte noch 10 Runden, bis ich ihr das sage. Schon wieder ein grosser Künstler. Ich habe gar keinen Platz für euch. Das Zeugs kommt jetzt längst. Mache ein goldiges Zeitalter. Dann spare ich wenigstens ein bisschen Geld. Komm hier hin. Und du kannst hier hin. Du, Paul de la Roche, nimmst den alten Platz ein vom anderen. Du bleibst auch da. So, Produktion wählen, Pikenier. Und in der nächsten. Oh, Swingbra kommt in 2 Runden Notre Dame über. Wenn wir die jetzt noch jemanden wegschnappen, dann drehe ich voll eins durch. Schau jetzt hier. Da oben war schon missionieren. Ich habe dich im Fall schon gesehen. Da, he? Du musst gar nicht meinen. Ich habe dich also schon gesehen. Sehr gut, sehr gut. Waldkampf. Nein, wo haben wir es? Blitzkrieg. Ich heilt jede Runde amphibisch. Du bist glaube ich sowieso gut gegen Städte. Komm, ich mache dir aus dir auch eine Amphibie. Wobei ich würde zuerst den Blitzkrieg machen und dann ein Amphibien. He? Also, weg. Gibt wieder Geld und Gold und Kultur. Also Geld und Gold ist eigentlich mehr oder weniger das gleiche. He? Du kannst hier mal eine Runde pennen. Und du kommst hier rauf. Weil ich akzeptiere das hier nicht. He? Also dich lösen wir auf, dich lösen wir auf und wir sind auf Null. Dank dem goldenen Zeitalter. Hm?
So, Aeroglow, du brauchst ein College. Und Aubaine eigentlich auch, aber ich mache dort zuerst noch einen Pikenier und gehe dann in die nächste Runde. Oh, jetzt habe ich vergessen, die hier zu upgraden. Das wäre jetzt noch wichtig. Und zwar sehr wichtig, weil ich brauche unbedingt. Ja, genau, schon fast vergessen. Ich komme mit Notre-Dame über das Arbeitsboot, kann gerade hier rein und hier mal ein bisschen. Ja, komm, gang weg. 3-3, danke. Lämmer. Du kommst hier mal eins rauf und missionierst. Jetzt sind wir wieder gleich, gell? Ja, 5-5, okay. Swimming Bra macht das College. Da haben wir jetzt eins in zwei Runden. Da kommt die drei Runden in den Markt. Aberdeen kann jetzt hier rum mal einen Hafen bauen. Das machen wir. Wir sind immer noch bei 125 Wissenschaft. In zwei Runden sehe ich, wie sich das wird verändern. Was sind wir jetzt? Drei Colleges am Bauen, oder? Ja, vier. Vier. Ein mehr. Du kommst schon wieder. Du blöde Missionar, du. Kann ich eigentlich 2300? Sehr schön. Okay. Ein großer Schriftsteller. Du kannst jetzt hier retour. Du bleibst. Du gehst weg. Du gehst weg. Du missionierst, glaube ich. Es wird keine Mehrheitsreligion geben. Aber es ist eigentlich jetzt unentschieden. Und wenn ich jetzt das mache, sollte ich doch das eigentlich zu mir auf meine Seite übernehmen, aber nein. Ja. Komm, tu da mal Tom schlug die Augen auf und blickte seinen Herrn an. Ja, schön, danke. Ist super, hast du das Buch geschrieben. Dundee wird dann auch gleich ein College machen. Gibbons Isle macht jetzt aber zuerst noch einen Hafen. So, jetzt sollte ich da schnell schauen. Was haben wir? 13 Wissenschaft. Okay. Mal schauen, wie viel wir in der nächsten Runde haben. Also 13, das kann ich mir noch merken. Weil 13 Runden geht es auch noch, bis ich die Astronomie habe. Irgendjemand ist im Industriezeitalter noch vor mir. Hä? Und da gibt jemand recht Gas. Sind das die Schweizer? Ja, wir werden es sehen. Noch nicht jetzt, noch nicht heute und noch nicht in dieser Folge, aber spätestens gleich. Wieso ist der Stein hier eigentlich nicht bewirtschaftet? 1, 2, 3, 1, 2, weil niemand reinkommt. 1, 2, 3, aber weißt du was, ich mache jetzt den gleich. Weil, ah nein, ich kann mit dem nicht handeln. Bringt nichts. Komm, mach hier einen Handelsposten. Du bleibst. Du gehst auf. Oh, Mombasa. Wo um Himmels Willen ist denn Mombasa? Dort hinten. Ja, geh dort hin. Via Brüssel machst du das. Sehr gut. Und das finde ich doch jetzt einmal gut. Kultur wird um 33% gesteigert. Also, warte, ich will hier zuerst. In Wetting Wall. Nochmal eine Galeasse machen. Und jetzt wollte ich hier schnell schauen, wie viel Kultur haben wir? Plus 30 und Aeroglow macht plus 15. Okay. Also führen wir das mal schnell ein. Tada! Und jetzt schauen wir. Plus 39 Aeroglow plus. Ah, ich depp. Wo ist denn? Ich habe doch da. Da, ich hätte hier schauen. Ja, 14, ist auch gut. Dann bewegst du dich bitte. Wählt eine Stadt. Du gehst nach London als Spion.
wirst zwar wahrscheinlich gleich eins auf die Schnauze bekommen, aber solange du mir da schaust, was die Queen so alles macht und plant, was ich immer noch vergessen oder immer wieder vergessen und schon wieder vergessen habe, ist, hier mal das Sternchen zu drücken, genau gleich wie hier mal das Sternchen zu drücken. So, jetzt habe ich es aber gemacht. Bin froh, dass ich jetzt hier noch das College machen kann. Die lösen wir gerade auf. Und du bleibst, du bleibst, du bleibst. Wir gehen auf Edinburgh und machen hier ein Amphitheater. Oder auf den Hafen. Wir machen auch einen Hafen. Edinburgh braucht einen Hafen. Und vor allem müsste es auch mal ein bisschen wachsen. So, 13 Runden dauert jetzt mein goldiges Zeitalter. Das ist very nice, weil in 9 Runden kann ich dann hier mal mit meinem grossen Schiff kommen und dich brauche ich hier nicht, dich kann ich gerade auflösen, dich brauche ich, weil du kannst mir dort Edelstein mal holen. Du gehst in Stellung und machst mal nichts, du gehst in Stellung und machst mal nichts, wie du auch nicht und du auch nicht. Der Frachter geht gehst wieder auf Singapur, jawohl. Und wir produzieren in Dundee ein College. Nein. Ein Pikenier. Und bin ich da? Ja, ich bin im Standardfokus. Okay, das ist gut. Aeroglow hat auch ein College gemacht. Dann wäre mal das Literaturwerk. Ah, okay, ich muss im Fall da nachher das die Indien-Kompanie machen. Jawohl. Gut, das machen wir. Aber zuerst gehen wir in die nächste Runde und Swingbra kommt ein College über. Jetzt bist du da schon wieder am rumprotestieren. Das finde ich gar nicht schön. Gut, du baust das mal ab. Du, mit warten wir da noch. Swingbra macht, glaube ich, wirklich den National-Epos. Jawohl. Und halt, was ist da? Okay. Das ist da. So weit geht's. So weit kommt's. Jawohl, da gibt's nochmal ein College. Jetzt sind wir schon auf 143. Das ist gut. Wir kommen der Elisabeth näher und haben einen grossen Prophet. So, du kannst gerade hier weitermachen. From the birth of a new person, super. Aber ich bin ja schon in einem grossen Zeitalter, in einem goldenen Zeitalter. Von dem her gesehen muss ich nur noch 6 Runden warten, bis es zum Krieg kommt. Nein, ich will noch mehr als 6 Runden warten, das ist mir schon klar. Was brauche ich da? Das bringt mir eben alles nichts. Du könntest einfach noch ein bisschen Pikeniers machen auf Vorrat. Ja. Da geht es 37 Runden. 17, 44. Ja, die lösen wir gerade wieder auf. Dich nicht. Du kommst hier rüber. Du hast hier ja etwas Gutes gemacht und kannst jetzt hier etwas Gutes machen. Dann du kommst mal hier rüber.
Richtung Aubain, um etwas Gutes zu machen. Dann lassen wir euch Schiffli dort und gehen weiter in die Produktion von Pikeniers. Ah, ich kann noch etwas produzieren in Gibbons Isle. Wird sich das College schon lohnen? Ja, wird sich schon, aber ich mache zuerst noch ein Pikenier, weil ich bin jetzt so schön auf 0 und will eigentlich ins Plus kommen. Oh nein. Okay, schon wieder ein Zeich gemacht. Aber ist gleich. Zwischendurch passiert Zeugs, die haben jetzt da Holz abgekackt, wo sie dem Pikenier geschenkt haben. Wahrscheinlich will ich jetzt den gerade haben. Oh nein, will ich nicht. Egal. Lömer. Dann kommt hier der Bautrupp mal hier rüber. Und du könntest hier tatsächlich einen Bauernhof machen, jawohl. Was produzieren wir? Ein Explorer. Ja. Weil den schicke ich dann hier rüber. Der soll hier die Welt erkunden. Für das ist ja der Explorer auch da, um das weltweite Netz zu erkunden. Gut, du hast jetzt hier Langbogenschützen. He? Nicht schön, nicht gut. Aber ist mir gleich. Ist mir wirklich gleich. Du kommst hier rauf. Produktion wählen, Pikenier, denn du wirst jetzt amphibisch. Ah, das wäre auch noch cool, aber du wirst amphibisch und kannst gar nicht weiter. Ich könnte wieder etwas kaufen, aber ich kann glaube ich schon überall, was ich brauche. Ja, da habe ich es auf jeden Fall. Da habe ich es. 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 Ich habe die Pagode überall. Hä? Oder? Ja. Die haben wir überall. Also gehen wir in die nächste Runde. Es geht nur noch 3 Runden. Und Elisabeth ist noch vor mir im Industriezeitalter. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass noch einen grossen Wissenschaftler bekommen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Gut, machen wir mal schnell Produktion. Pikenier, Produktion. Ein College, Produktion. Galeasse. Gut, Schwertkämpfer, wo bist du? Da. Du kommst mal da rein. Du kommst nämlich mal da führen. Du nimmst den seinen Platz ein dort. Dann da. Plus 25. Komm, ich will eins mehr sehen. Dann kannst du jetzt nämlich mal da ins Wasser. Galeasse bleibt. Du kommst mal da rauf. Dich brauche ich nicht. Ich meine, ich bin im goldenen Zeitalter und mache minus 14. Das ist schon gesponnen, oder? Ja, da stimmt etwas mit dieser Balance in diesem Mod wirklich nicht. Ich verhökere zu viel Geld. Ich verhökere einfach zu viel Geld. So, noch 2 Runden, bis wir die Astronomie haben. Jetzt können wir anfangen, Vorbereitungen treffen. Ja, komm. Da über, komm, da runter. Du kannst jetzt da eigentlich theoretisch den noch fertig machen, aber ich will den hier sehen. Gut, also, jetzt schiffen wir alle runter. Alle runter.
So, 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 so. Gut, einen da lassen wäre eigentlich schon noch clever. Ja, weiß ja nie, was wirklich passiert. Und den werde ich wahrscheinlich auch müssen da lassen. Ja. Das machen wir. Dann komme ich dort ja eh nicht durch. Mach mal Liverpool selfistisch und gang in die nächste Runde. Ich habe 1278 Punkte. Nicht schlecht. Ja, es hat ein bisschen mehr gegeben jetzt. Und ich sehe gerade, es hat nur ein Jahr gezählt. Also, es ist nicht mehr so schnell wie vorher. Gut, da los. Dann. Yes. Eiswasser. 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 Du kannst nicht. Du kommst nicht bis ins Wasser, ne? Dann gehst du halt da rein. Gut, dann du kannst aber da rein. Was ist eigentlich da? Ein Hügel. Der Tribok kommt doch auch gerade ins Wasser. Mit denen bleiben wir noch, weil du gehst jetzt gerade Richtung London. Und du machst gerade noch da einen Handelsposten. Du bleibst und wir produzieren in Aberdeen ein Amphitheater. Und wählen eine neue Forschung aus. Ja, genau, hat die ja fast verhängt. Hätte ich fast verhängt. Das wäre jetzt natürlich geil, aber ich will die Akustik, damit ich so schnell wie möglich die Sixtinische Kapelle bauen kann. Weil die wollte ich. Die wollte ich einfach fertig. Da gibt es keinen Punkt und kein Komma. Da ist ein Ausrufezeichen. Gut, da kommt der. Von dieser Seite und von dieser Seite. Dich lösen wir auf. Du gehst hier weiter. Ah, du kannst noch eins, super. Dann gehst du hier eins führen und sagst mal Hallihallo. Dann du kannst hier nichts machen. Dann mach aber hier mal einen Handelsposten, dass ich nicht wenig runter muss kommen, zum einen machen. Du könntest hier einen Handelsposten machen. Dich lösen wir auf. Du kommst mir hier rüber. Die Galeasse kann das eben nicht. Darum bleibt sie. Triere auch nicht. Oh, der Tribok wartet. Der Tribok wollte. Tribok kommt hier. So, ah, geht nicht. Die Galeasse bleiben. Der Tribok. Ja. Ist ein bisschen hinten noch. Du kommst zuerst mal noch da runter. Das kommst du dem nachher. Dann kommst du dem nachher. Du gehst hier ins Wasser. Und wir produzieren. Produzieren den Aeroglow und picken hier in Aubain ein Observatorium. Nein, picken hier. Und was habe ich verbunden? Aberdeen. Hä? Aber, Moment mal schnell. Aberdeen habe ich doch schon. Ah, mit dem Hafen habe ich es endlich verbunden. Okay, gecheckt. Habe ich hier einen Hafen gebaut und darum ist jetzt das mit Swimming Bra verbunden, weil wir hier unten durch können schiffen. Cool. Super.
Gut, das spricht für mich. Eins, zwei, da kommt eine Insel und wir haben dort irgendjemanden gesehen, ich weiß noch nicht wer, aber irgendjemanden haben wir gesehen. So, also blöb, 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 blöb. Dich kann man gerade auflösen. Du kommst da mal rüber. Ah, hallo. Gut, du kommst da runter. Ah, geht nicht. Moment, das geht schon. Was hast du da? Ein Krieger noch? Ein Krieger hast du dort noch? Hallo? 2, 3. Ah, ich muss aufpassen, dass du nicht irgendwelche Verdacht anfängst. Schöpfen, was ich da vorhabe. Vielleicht siehst du mich aber gleich schon. Weiß es noch nicht. Weiß es nicht. Also, Edinburgh, was machst du jetzt? Bam 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 bam. Ich wäre fast eben für die Bibliothek. Die kostet zwar wieder Geld. Aber lieber eine Bibliothek als ein Schrein. Und Glasgow könnte ja jetzt noch so ein Pikenier machen oder eine Karavelle. Komm, mach mal eine Karavelle. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Ich muss noch schnell schauen, da geht es noch 5, noch 9 Runden. Ah, das College haben wir in einer Runde. Das ist gut, da gibt es wieder ein bisschen mehr Wissenschaft. Finde ich super. Ja, aber ich glaube eben das ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Aufhören, weil in der nächsten Folge können wir dann hier den Krieg erklären und wieder ein bisschen Geld schuffeln und den Engländer da mal ein bisschen zeigen, was wir unter unserem Schottenrock verstecken. Gut, also, ich würde sagen, ja, danke, bist du dabei gewesen. Und in dem Sinn, ich bin mich selber und du bist, was du bist.